Meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Wenn ich gleich zu Beginn der Sitzung Ihr Augenmerk auf die Tribüne lenken darf, kommt zu uns die Rosenkönigin von Steinfurt zum diesjährigen Rosenfest. Yaren Dalli heißt sie, und sie ist die Königin der Rosen in diesem Jahr. Mit ihr, nein, leiser, ihr leiser, ich dann besser zu hören. So, war in der Schule schon so. Begleitet vom Herrn Stadtvorsteher Gerhard Hahn, einen guten Aufenthalt hier und ein schönes Rosenfest bei bestem Wetter. Schön, dass Sie hier sind. Wir kommen alle dazu. Meine Damen und Herren, ich darf Sie zunächst davon informieren, dass Sie gemäß dem Hessischen Abgeordnetengesetz von mir über die Entschädigungsfrage nächstes Jahr informiert worden sind. Die Drucksache 19/6094 ist Ihnen zugegangen. Nach § 22 des Abgeordnetengesetzes ist es meine Verpflichtung, Ihnen jährlich einen entsprechenden Bericht über die Angemessenheit der Entschädigung zu erstatten. Das ist erfolgt. Dieser Angemessenheitsbericht wird lediglich vom Plenum entgegengenommen. Wir kommen zur Tagesordnung der heutigen Sitzung und der nächsten drei Tage. Die Tagesordnung vom 13. Juni 2018 sowie ein Nachtrag am heutigen Tag mit insgesamt 74 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie im Nachtrag der Tagesordnung Tops 68 bis 72 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 beträgt diese Redezeit dafür 5 Minuten. Die Fraktion, wir beginnen damit am Donnerstag um 9 Uhr, wie immer. Ich teile weiterhin mit, dass der Tagesordnungspunkt 6, ein Gesetzentwurf mit der Drucksache 19/6398 zur Drucksache 19/5959 sowie der dazugehörigen Änderungsantrag mit der Drucksache 19/6497 auf Wunsch der antragstellenden Fraktion von der heutigen Tagesordnung abgesetzt wird. Der Tagesordnungspunkt 38, Antrag mit der Drucksache 19/6161, wurde von den Antragstellern zurückgezogen. Wir haben uns heute Morgen bei der Geschäftsführerbesprechung darauf verständigt, Top 8, Gesetzentwurf Wohnraum-Investitionsprogramm mit 7,5 Minuten die Fraktion zu besprechen. Ich bin doch noch gar nicht so weit, Herr Kollege. Hier wird nach Recht und Ordnung verfahren. Okay, danke schön. Gibt es dagegen Einwände? Sie haben das Wort, Herr Kollege Rudolph. Wir hätten nicht. Herr Kollege Rudolph, gibt es dagegen Einwände? Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben erst in der letzten Ältestenratssitzung von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gehört, dass maßgebend für die Tagesordnung Beschlüsse des Ältestenrates sind, dass erstens die Tagesordnung, zweitens die Redezeit festgelegt worden. Bisher war die Regelung, dass, wenn Redezeiten abweichend von der Geschäftsordnung festgelegt werden, dies einvernehmlich geschieht. Wir erklären uns ausdrücklich mit der Reduzierung der Redezeit für Top 8 von 10 auf 7,5 Minuten nicht einverstanden. Und deswegen widerspreche ich, weil das ist ein Gesetzentwurf, zu dem wir einen eigenen Gesetzentwurf haben. Das ist eine wichtige Materie. Ich weiß ja, dass CDU und GRÜNE sagen, es dauert Ihnen heute alles zu lang. Aber wenn Sie 2 Stunden kürzer den Landtag haben wollen und sparen, können Sie ja den Top 2 absetzen, die Regierungserklärung. Dass es aber zulasten der Opposition geht, sehen wir in gar keiner Weise ein. Und weil der Herr Gleso dazwischen ruft, ach Gott, ich weiß ja, dass sich Teile der CDU und der GRÜNEN von der Opposition belästigt fühlen, müssen Sie aushalten. Das ist nun einmal Demokratie. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir nehmen die GRÜNEN beim Wort. Das, was der Ältestenrat verabredet hat, gilt die Tagesordnung, es gilt die Geschäftsordnung mit den Redezeiten. Und deswegen beantragen wir dann nach der Geschäftsordnung die 10 Minuten zu Tagesordnungspunkt A einzuhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf nur formell darauf hinweisen, dass der Landtag zu Beginn seiner Sitzung immer die Tagesordnung beschließt.
Und auch das wird heute passieren. Selbst wenn der Ältestenrat A beschließt, kann der Landtag B beschließen. Nur für alle Beteiligten vom Verfahren her, nur der Landtag beschließt. Und wenn ein anderer Antrag kommt, dann wird das nachher abgestimmt. Und deswegen werden Sie Ihre demokratischen. Würden Sie vielleicht mit zuhören, Herr Kollege Merz? Nein, Sie haben keinen Vorschlag zu machen. Seien Sie, melden Sie sofort. Deswegen wird nachher über die Frage von Redezeiten, wenn sie widersprüchlich sind, abgestimmt werden. Und das ist das korrekte Verfahren. Das Wort hat Herr Abg. Melino für die Fraktion der CDU. Ich habe schlechte Laune, das kann ich auch verstehen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Rudolph, wir fühlen uns nicht von der Opposition belästigt und stören die Opposition auch nicht. Wir wissen sehr wohl um die Rechte des Hohen Hauses. Aber genau das haben Sie ausgeblendet, denn dieses Hohe Haus entscheidet, wie sie mit der Tagesordnung umgeht, und sonst niemand. Aber Ach, Herr Kollege Merz, wollen Sie das Wort haben? Fertig. Und genau das ist der Punkt. Wissen Sie, es gibt eine konstruktive Opposition und es gibt eine destruktive Opposition. Und Sie scheinen zu der Letztgenannten zu gehören. Das ist nämlich der Punkt. Währenddem sich andere Geschäftsführer jede Woche Zeit nehmen in den parlamentarischen Geschäftsführerrunden oder wenn es um die Geschäftsordnung geht, informell sich zu verabreden, schwänzt die SPD. Sie nehmen an diesem Gespräch nicht mehr teil. Das ist kein Beweis für eine konstruktive Arbeit. Das ist Destruktion und das ist Verweigerung, Leistungsverweigerung. Und das gilt es wirklich festzustellen. Und wir bedauern dies ausdrücklich. Aber wir haben heute Morgen konsensual vereinbart, alle anderen Fraktionen, dass wir mit 7,5 Minuten zurechtkommen. Und das werden wir dann hier auch zum Antrag erheben, bzw. wir werden diesem Beschluss, wie wir ihn heute Morgen gefasst haben, die Zustimmung geben. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen zur Geschäftsordnung. Dann frage ich jetzt ganz offiziell andersrum, nicht nur Einwände. Wer dafür ist, dass wir auf 7,5 Minuten bei diesem Top gehen, dann bitte ich um das Handzeichen. 7,5, ja, ja. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann ist mit Stimmen von CDU, Grünen, FDP. Entschuldigung, die drei Fraktionen, dann dagegen, die FDP und die SPD, Enthaltung der Linken, so die Redezeit auf 7,5 Minuten festgelegt worden. Für diesen Top. Nächster Punkt. Herr Kollege Rock. Ich befürchte, dass Sie eben das Abstimmungsverhalten meiner Fraktion falsch protokolliert haben. Wir haben mit der. Ich habe es, das haben Sie nicht mitbekommen, Entschuldigung, es korrigiert. Ich komme zu Top 9. Es wurde heute Morgen auch gesprochen darüber, dass wir den Gesetzentwurf auf Altenpflegegesetz mit 5 Minuten die Fraktion besprechen wollen. Ich lasse darüber abstimmen. Wer dafür ist, dass wir so verfahren, bitte ich um das Handzeichen. Ich habe keine Wortmeldung gehabt. Das ist CDU, Grüne und Linke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? SPD und FDP. Damit ist das mit Mehrheit so beschlossen worden. Ich komme zum Punkt 13. Wird bei Top 13, das frage ich jetzt, die kann ja keiner beschließen. Hier war die Frage offen, ob eine dritte Lesung kommt, kann nur einer beantragen und dann können wir das jetzt sagen oder später sagen. Das können wir nicht beschließen hier. Dann haben wir den Vorschlag, dass die Fraktion der Grünen bittet, den Entschließungsantrag Drucksache 19/6551 zusammen, das ist der Top 55, zusammen mit dem Setzpunkt in 56 aufzurufen, das SPD-Setzpunkt. Gibt es dagegen Widerspruch? Herr Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion als die antragstellende Fraktion für den Top 56. Können wir es mit aufrufen? Ja, gut, danke schön. Damit ist das so beschlossen worden. Dann frage ich jetzt offiziell, wer der Tagesordnung in der jetzt beschlossenen Form zustimmen möchte. Dann bitte ich um das Handzeichen. CDU, Grüne, FDP, Linke. Wer ist dagegen?
Wer enthält sich der Stimme? Bei Nichtbeteiligung der Fraktion der SPD ist das somit beschlossen worden. Wir tagen heute, jetzt steht hier bis ca. 21:20, ich hoffe, das wird früher. Ich darf nur noch hinzufügen, meine Damen und Herren. Wir haben seit längerer Zeit festgelegt, dass am heutigen Abend der Tag des Abends des Sports stattfindet. Das ist nichts mehr Neues im Landtag, sondern seit einigen Jahren der Fall. Dazu ist jedem von Ihnen, jedem Abgeordneten, die Möglichkeit gegeben worden, Sportfunktionäre, Sportler aus ihrem Kreisumfeld einzuladen. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass wir alle der Meinung sind, dass der Höflichkeit gebietet, dass man diese Leute auch begleitet heute Abend. Sie müssen sich mal daran gewöhnen, dass ein Präsident schon das Recht hat, dass er wirklich aussprechen kann. Ich gehe auch bis jetzt weiterhin davon aus. Deswegen um 19 Uhr ist der Abend. Ich werde um 19:30 begrüßen offiziell, damit dieser Abend beginnen kann und damit Sie alle Bescheid wissen. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und die Frage, was wir hier aufrufen, liegt nicht im Benehmen des Präsidenten, Herr Kollege Eckert, sondern allein im Benehmen der Fraktionen. Und da ist Mehrheit Mehrheit und sonst nichts. Und sonst nichts. Sehen Sie, und das ist etwa eine Sprache, der sich ein Präsident nie befleißigen darf. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich stelle jetzt fest, dass wir mit der Fragestunde beginnen, danach Top 2. Ich stelle weiterhin fest, dass Herr Minister Dr. Schäfer ganztägig fehlt. Ich komme dann zu einem besonderen Punkt. Ich stelle weiterhin fest, dass der Kollege Quanz erkrankt ist. Ich bitte ihm meine besten Genesungswünsche auszurichten. Ebenso für die Kollegin Hartmann, die ebenso erkrankt ist. Frau Kollegin Alex ist den ganzen Tag nicht anwesend, damit entschuldigt. Und besonderen Gruß schicken wir an Frau Astrid Wallmann, die Mutter einer Tochter geworden ist. Glückwunsch von hier an Astrid Wallmann. Ich teile Ihnen mit, dass wir besprochen haben im Hinblick auf die ausfallende Landtagssitzung, die wir schon beschlossen haben, Innenrat, dass damit auch die Ausschüsse in den Kalenderwochen 38 und 39 ausfallen müssen können. Herr Kollege Frömmrich, bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich wollte die Frau Kollegin Goldbach entschuldigen, die ist erkrankt. Die Frau Kollegin Erfurth kommt später. Vielen Dank, auch ihr gute Besserung. So, dann haben wir 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen, Lichtgestalten, ausgewählt, begonnen der Friedrich-Ebert-Schule in Homberg-Efze. Mit Fritz Bauer, Elisabeth Selbert, Konrad Zuse, Wilhelm Leuchner, Philipp Heinrich Scheidemann, Georg Büchner und Konrad Duden. Ich teile weiterhin mit, dass heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung folgende Ausschüsse zusammenkommen. Natürlich nur, wenn entsprechend Gesetzentwürfe überwiesen sind. Das ist der Umwelt- und Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschuss und Verbraucherausschuss in Sitzungsraum 510W, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 204. Der Innenausschuss gemeinsam mit dem Kulturpolitischen Ausschuss in Sitzungsraum 501a und direkt im Anschluss der Innenausschuss noch einmal allein in demselben Sitzungsraum. Das wird alles noch einmal mitgeteilt. Ich habe es jetzt nur zum Protokoll gegeben. Einen runden Geburtstag konnte begehen der Kollege Armin Schwarz. Lieber Armin, herzlichen Glückwunsch im Namen des ganzen Hauses. Alles Gute für den nächsten Teil dieses Lebens. Du hast ja die große Ehre gehabt, den Hessentag sozusagen am Fest so als Geburtstagsparty zu veranstalten. Schön und vielen Dank für die herzliche Einladung. In Ordnung gesagt.